Trinkwasser ist das wichtigste Lebensmittel. Wenn wir zu einem Glas Wasser greifen, machen wir uns nur selten Gedanken über dessen Herkunft. 45% des Trinkwasserbedarfs werden im Freistaat Thüringen mit Wasser aus Talsperren gedeckt. Heißt speziell für den Raum Gera, dass mehr als 90% des im Zweckverband Wasserabwasser Mittleres Elstertal angebotenen Trinkwassers von der Thüringer Fernwasserversorgung aus der Talsperre Leibis geliefert wird. Die Talsperre Leibis Lichte liegt nahe unter Weißbach im Lichtetal im Thüringer Schiefergebirge. Sie ist nach der Rapode-Talsperre mit 93,5 Meter Höhe die zweithöchste in Deutschland und dient ausschließlich der Trinkwasserversorgung. Die Staumauer ist fast 370 Meter lang und an der Basis über 80 Meter breit. Der angestaute See hat bei einem Vollstau die Länge von etwa 3,6 Kilometer. Es ist eine tägliche Entnahme von 43.700 Kubikmeter Rohwasser vorgesehen. Interessante Fakten können Besucher im Besucherzentrum erfahren. Die offizielle Einweihung fand am 12. Mai 2006 statt. Die Flutung dauerte bis Mitte 2008. Zum Hochwasserschutz werden ständig 5,6 Millionen Kubikmeter freigehalten. Seitdem die Talsperre Trinkwasser ans Netz liefert, wurden die Talsperren Zollenroda und Weider vom Trinkwassernetz genommen. Für die Errichtung machte sich die Umsiedlung der Ortschaft Leibis notwendig. Das alte Leibis liegt heute am Grunde des Stausees in 90 Meter Tiefe. Die Bewohner wurden in den 90er Jahren entschädigt und erhielten meist im Ort Neuleibis im Schwarzertal ein neues Zuhause. Der alte Ort wurde im Interesse der künftigen Trinkwasseraufbereitung sehr sorgfältig bis auf die Grundmauern abgetragen. Und die Werte der Trinkwasserverordnung werden auch weit unterschritten. Der Maßstab aller Dinge für die Lieferung von Trinkwasser ist die Einhaltung der strengen Vorgaben der Trinkwasserverordnung. Denn die zu überwachenden Trinkwassergrenzwerte sind deutlich strenger als die anderer Lebensmittel, wie zum Beispiel von Mineralwasser. Ja, und je nachdem, wo sich jetzt gerade die beste Qualität befindet, aus der Höhe entnehmen wir das Rohwasser. Und das ist an Trinkwassertalsperren in der Regel möglich. An der Talsperre Leibislichter haben wir eine Schwenkrohr. Wie wird nun aus dem Rohwasser unser Trinkwasser? Durch den Lichtestollen 1 wird das Rohwasser der Talsperre vom Wasserturm unterhalb der Staumauer bis in das Sorbitztal geleitet und gelangt anschließend über den Lichtestollen 2 von der Sorbitztalquerung zur 15 Kilometer entfernten Trinkwasseraufbereitungsanlage Zeigerheim. Zur Aufbereitung von Oberflächenwasser aus der Talsperre zu Trinkwasser werden verschiedene Verfahrensschritte durchlaufen, deren Anwendung dabei von der jeweiligen Rohwasserqualität abhängt. In der Aufbereitungsanlage Zeigerheim werden zunächst organische und anorganische Inhaltsstoffe mittels Ozon oxidiert. Dadurch können sie in nachfolgenden Aufbereitungsstufen besser entfernt werden. Anfangs halten Mikrosiebe feste Stoffe und kleine Partikel, wie zum Beispiel Plankton, zurück. Durch die Flockung werden Partikel und gelöste Inhaltsstoffe durch Hilfsmittel gebunden, wodurch sie leichter in den anschließenden Filterprozessen zu entfernen sind. In offenen Mehrschichtfiltern werden restliche Partikel sicher zurückgehalten. Verschiedene Gase sichern nach Abschluss der Aufbereitung die hygienische Sauberkeit des Trinkwassers auf dem Transportweg. Denn immerhin sind es noch über 60 Kilometer bis zum örtlichen Wasserversorger, dem Zweckverband Wasser, Abwasser, Mittleres Elstertal.
Aus aktuellem Anlass noch eine Zahl. Das Umweltbundesamt hatte kürzlich berichtet, dass in 27% der deutschen Grundwasserkörper die Nitratbelastung zu hoch und deshalb eine teure Aufbereitung die Folge sei. Gera und Umgebung gehört jedoch nicht zu den Gebieten, die wegen zu hoher Nitratbelastung im Grundwasser mit höheren Trinkwassergebühren rechnen muss. Der Nitratwert unseres Trinkwassers beträgt 4,4 Milligramm je Liter und liegt damit weit unter dem Grenzwert von 50 Milligramm je Liter. Am Ende erfüllt das Trinkwasser alle Anforderungen der Trinkwasserverordnung. Übrigens, die Trinkwassertalsperren in Thüringen gehören zu den saubersten in Deutschland. Und das Wasser schmeckt einwandfrei.